Monatswechsel. Könnte ein Thema sein, ne? Könnte tatsächlich ein Thema sein. Soll ich nicht durchkommen? Da ist ja zu. Kann ich nochmal umschreiben hier? Nein. Nee, aber sind die geschenkten Abos, bleiben die nicht? Ich weiß es nicht. Hier ist der Pfeil, da soll ich hin. Also da soll ich durch. Da ist ja aber dicht. Na, vielleicht kommt dann noch eine Option, wo ich die Szene wieder umschreiben kann. Dass man dann da rein kann. So, hierfür haben wir keinen Schlüssel. Aber es ist offen. Schieß doch! Oh. Noch einer. Nee. Ach so, weil ich die Taschenlampe anhab, ne? Das zieht das ja an, wie die fliegen. Kommen wir mal zu. Oder? Nee, da kommt schon keiner rein. Ah, einpacken. Hier das Bad. Das Böse. Bad. Oh, ich glaube, so viel Platz haben wir wieder nicht. Das ist Muni, ne? Ah, zwei Plätze haben wir noch. Auch Muni. Haha. Ja, dann nehmen wir doch lieber das. Ah, da können wir alles nehmen, okay. Dann ist ja gut. Hoppala. So. Dann gehen wir nochmal weiter gucken. Da waren ja Pfeile auf dem Boden, ne? Die wollten mich irgendwo hinführen. Vielleicht hierhin. Leer. Da siehst du Pfeile, die mich wieder hier rausführen. No, dann gehen wir erstmal weiter, ne? Ne, wir gehen da nochmal in den Speicherraum und packen mal ein paar Sachen in den Schuhkarton. Würde ich mal so behaupten. Meinst du, die werden monatlich zurückgesetzt? Ja gut, dann macht das ja Sinn, ne? Halt, warte mal. Das brauche ich jetzt nicht. Obwohl, das könnte ich mal eben benutzen, ne? Kann ich das? Nein. Dann machen wir das so. Benutzen. Jo. So.
brauchen wir noch nicht. Also, Blendgranaten sind ja bestimmt toll, aber die können wir uns mal aufheben. Leuchtpistolenmunition wegen einem Schuss, Schwachfug. Das packen wir mal da hoch. So, und schon haben wir wieder Platz. Dann speichern. Und weiter geht's. Geh doch weg. Kopfweh, ey. Oh, das Gel ist so hart, dass durch die Kopfhörer wird die Haarwurzel runtergedrückt. Dann schmerzt das ein wenig. Oh, guck mal, die haben Masken auf. Dann ist hier bestimmt das Ritualzimmer. Da liegt mal nichts rum. Da liegt auch nichts drin. Okay. Nochmal kurz checken. Aber nee, da kommt ja eigentlich nie was zum Einsammeln hinzu. Zumindest bisher noch nicht. Oh. Aua. Proberaum. Sie sich vor dem Stück. Hier begann es. Ja. Aber erstmal absuchen, bevor wir hier die Szene umschreiben. Nix da. Okay. Proberaum. Habe ich jetzt auf der falschen Seite des Vorhangs eingesperrt? Eieiei. Ich gehe nochmal zurück. Nein. Schreib um. Ja. Okay. So. Gucken wir mal. Wie so ein Theaterstück in einem Hotel. Wieso in diesem? Weil die Miete billig ist? Nein. Das Ocean View war perfekt dafür. Angeblich ist es verflucht. Düstere Geschichten über Mord, Tod und Selbstmord. Ein echter Kult soll angeblich ein entsetzliches Beschwörungsritual im Ballsaal durchgeführt haben. Haben wir dasselbe getan und etwas Schreckliches angezapft? Es schien Teil des Stücks zu sein, aber das war es nicht. Nee, nee. Hört sich das verrückt an? Erzählen Sie mir nichts von wegen verrückt. Ein Spukhotel. Ja, es ist aus gutem Grund eine Trope. Führe die Beschwörung im Ballsaal durch. Ja, machen wir. Ist das? Ah ne, ist ja der Proberaum, ist nicht der Ballsaal. Aber egal, wir können mal gucken, was passiert. Oh. Ja, ich glaube, hier ging aber auch die Party ab.
verflucht nochmal. Hallo? Ballroom ist da. Okay. Versteckten Bäder immer, ne? So in der Wand eingelassen, die Türen. Okay, weiter. Oh. Da war Besuch. Sheriff. Was für... Was für ein... 209. Okay. Haben wir nicht. Oh oh. Wow, wow, wow. Ist ein bisschen lahm, die Schrotflinte. Zum Zielen. Da ist der Ballroom. Aber trotzdem erstmal gucken. Ich weiß, da ist noch einer. Zu. Aber hier muss doch irgendwo der Schlüssel sein, ne? Nix. Immer im richtigen Moment. Ja, das ist die andere Seite, wo wir waren. Okay. Oh, da. Zimmer 209. War das hier in dem? Ja, da, ne? Aha. Geht alles auf, exakt. Hey, neue Karte? Ja. Ich war noch nie in New York, aber das ist es. Ich war noch niemals auf Hawaii. Da. Ja, komm. Talk to me. Sie haben schon wieder gesummt? Ja, ich... Ich kriege dieses Lied nicht aus meinem Kopf. Ein echter Ohrwurm. Ich höre es im Traum. Ich kenne das Lied, das Sie summen. Das ist das Titellied von Night Springs. Die alte Sci-Fi-Serie? Sci-Fi-Horror-Sammlung. Ich habe sie vor langer Zeit geschrieben. Klingt vielleicht verrückt, aber ich glaube, das Lied hat mit Dor zu tun. Könnte natürlich auch sehr weit hergeholt sein. Hm. Ich befürchte, wir werden es herausfinden. So, was geht bei dir im Bad? Do the Bartman. Yo. Hey, what's happened, dude? Altes Lied. Ach Gott, das kennt doch bestimmt keiner. Dann gehen wir in den Ballroom. Das war der Rap-Song von Bart Simpson. Anfang der 90er.
Do the Bartman hieß es. Licht ist gut. Da können wir bestimmt speichern. Ja, der Ballsaal würde Schauplatz einer wichtigen Szene des Stücks sein. Zimmer 101. Speichern. Müssen wir irgendwas loswerden? Ja, komm hier so ein. Möchte gern Medipack. Dingens, oder? Ja, komm. Jo. Puh, noch eine Map? Nee. Da drüben geht's auch lang. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gleich alles voll mit diesen Schattenviechern ist. Bei 101 musstest du an ein Lied denken. Die Titelmelodie von 101 Dalmatiner. 101. Nope. Bestimmt irgend so ein Deutschrap oder so, hä? Nichts. Okay, da gehen wir mal hinter die Theke und aktivieren das Ritual. Vielleicht sind wir hinter der Theke ja ein bisschen geschützt. Punkrock 101 von Bowling for Soup. Oh, das sagt mir gar nichts. Das sagt mir gar nichts. Aber ich kann mir Titel und so nicht merken, also das hat nichts zu heißen. Oh, hier. Da geht die Party. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Denn dann geht sie los. Unsere Bolognese. Bolognese. Maske, kann ich die an? Nein. Also. Rehearsal in Room, move to Room 202. Ja. Das wissen wir schon. Pre-Show. Premiere. Denkt dran. Trefft eure Ziele. Behaltet eure Masken auf und sorgt für Verwirrung. Yeah, baby. Aber schon ziemlich nichtssagend, wenn ich das mal nicht sagen darf. Müssen wir auf die Verfluchte. Oh, hier. Der Kult im Stück hieß Kult des Baumes. Mit ihren Hirschmasken waren seine Mitglieder die Hinterwäldler Echos des urbanen Horrors, des Kults des Wortes. Hinterwäldler Echos. Das ist eigentlich auch eine geile Beleidigung, die man gar nicht so auffassen muss. Verwirrt ist er tatsächlich schon. Gehen wir mal in Verflucht, oder? Oder war das von eben? Nee, ne? Oh. Alter. Ob es ernst wird. Ich erkannte meinen Autorenraum auf der Bühne. Ja. Wo ist denn? Das Gegenstück zum Echo. Auf der Bühne? Ich fürchtete die dadurch entstehenden Ideen beinahe. Ja. Schönes Setting. Welche Szene fand in diesem Raum statt? Wir nannten das den Autorenraum. Im Stück schreibt der Teufel dort die Realität neu.
während Gott schläft. Der Teufel war die Hauptrolle. Ich konnte eine Berühmtheit dafür engagieren. Sein Method Acting war perfekt für die Rolle. Er fiel nie aus der Rolle und trug stets seine Kultmaske. Auf den Plakaten wurde sein Name durchgestrichen. Und die mysteriöse Berühmtheit. Lassen Sie mich raten. Alan Wake. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Aber es gab so viele Masken. Wer er auch war, es passierten immer unheimliche Dinge in seiner Nähe. Einige in der Crew scherzten, dass er der echte Teufel war. Mr. Scratch als der Teufel. Geboren für diese Rolle. Ich musste Casey dabei zustimmen. Folge der Spur des Teufels. Welche... Oh, fuck. Alter. Go away. Boah, hast du das gesehen? What the heck? Hey. Du bist verloren. Jetzt können wir bitte gehen? Nee, hör mir zu! Können wir bitte gehen? Wohin? Weg! Warum? Diese Pisse hier kein Bock hat. Hier kommt ihr nicht rein. Hey, aber ich weiß gar nicht, ob ich so viel Munition habe, um da durchzukommen, ne? Oh, 209? Hi. Ja, Folge der Spur des Teufels. Welche Spur? Boah, Junge. Ja, genau. Klassischer Putt. Gebe ich dir recht. Ja, wie jetzt Folge der Spur des Teufels? Was ist denn die Spur des Teufels? Gehen wir mal weiter, ne? Können wir nochmal speichern. Da steht eine. Das ist richtig. Und satanische Verse hat er an seinem Klumpfuß. Ja, jetzt steht er da. Map. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Gang im ersten Stock. Lichtwechsel inaktiv.
Probe. Oh, was haben wir denn hier? Ach, soll ich nochmal zum Sheriff? Gehen wir hier lang zum Sheriff. Oh. 219? Ah ja, da waren wir. Da geht's zum Proberaum. Junge, 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 Junge. Okay, hier ist der Ballsaal wieder. So, was relevanter Ort? Jetzt sag nicht das Ding, oder? Doyle wird seit 1988 vermisst. Aha. Das kennen wir. Das Neue. Die rothaarige Frau. Verbindung mit Doyle. Ich kenne sie. Woher kenne ich sie? Verändert sich ihre Identität? Verbindung mit Polyedern? Wird sie mich finden? Ja, das hatten wir alles schon. Also doch nicht so relevanter Ort, ne? Also da ist irgendwas drin, ne? Es ist ein Echo, was man noch nicht... Schrotflintenmuni. Zanes Zimmer. Zugang zur Himmelsbrücke. What? Finde den Tatort im Hotel. Folge der Spur des Teufels. Komm, dann gehen wir nochmal da hinter die Theke und gucken mal, ob dieses große Fragezeichen vielleicht eine Antwort ist. Ganz ruhig. Oh. Oh, hätte sein können. Komm, rein hier. Wir müssen mal ein bisschen Medizin nehmen. Und zwar... Schuhkarton. Und zwar nehmen wir von der Kleinen hier. So, zack. Kleine ausrüsten. Heilen. So. Noch mehr. Ja, komm, dann ist voll. Okay. Gerade weg. So, was ist hier für ein Geheimnis? Oder? Oder was? Oder wie? Oder was? Nichts. Was darf sein, Digga? Hier?
Vielleicht das Zeichen suchen, ne? Also einerseits mag ich ja so Suchspiele, ne? Also so Rätsellösspiele. Aber andererseits auch irgendwie nicht. Komm, gehen wir mal in der... Oh, hier. Kiste. So ein kleiner Hinweis wäre ganz cool. Ne, wenigstens Stockwerk oder sonst wie irgendwas. Da geht's ins Erdgeschoss runter. Müssen wir hier durch das Zimmer durch. Okay. Kriegen wir das hin? Komm, da runter. So, hier geht es nämlich weiter. Ein Bad ins andere Bad. Und jetzt sind wir im anderen Stockwerk? Nee. Doch. Wow. Da müssen wir auch noch irgendwie rein. Aber hier. Ich schätze mal, wir müssen da hin, ne? Das sollten wir mal versuchen. Ob wir da durchkommen? Aber nee, kommen wir ja nicht. Der Teufel. Oh. Oh, oh, oh. Das ist neu. Ich änderte die Geschichte und damit auch den dunklen Ort. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass er gleich aufsteht und mich erschreckt? Keine Ahnung. Aber ja, dann müssen wir jetzt wieder zurück in... Gehen wir mal in Verflucht. Gucken wir uns das mal an. Ah, ne. Hat er mich wieder zurückkatapultiert. Dann... Doch wieder Teufel. Aber dann. Okay, gehen wir mal da gucken. Naja, da kann sich nichts verändert haben. Das ist ja diese Szene hier. Komm, stell dich mal ganz nah dahin. Oh. Warum geht das hier nicht? Hier geht's. Warpetrol. Ne, wieder rausgekickt. Move these props to room 225 for later use in the ballroom play. Ja, das. Das haben wir ja schon erledigt. Oh, da mein Kopf, ne? Also mit gegelten Haaren, also mit solchen harten
Gale. Mit so hartem Gale. Kopfhörer aufsetzen. Ist nicht das Richtige. So, jetzt erklär mir das mal jemand. Maps. Da rein. Aber wie? Lässt mich ja nicht rein. Aber wir können uns das Echo mal eben holen, was ich da gesehen habe. Der Teufel schritt durch das Hotel und machte den ganzen Ort zu einer Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ne, da hat sich ja nichts geändert. So, und das auch zu. Da komme ich gar nicht raus ins Treppenhaus. Das ist jetzt die Frage, wie es da weitergeht, ne? Können wir nochmal hier gucken? Aber ne, das war ja der Übergang. Stockwerk 2. Das ist aber knifflig. Kein blassen Schimmer. Folge der Spur des Teufels, ja. Dahin. Dann gehen wir einfach mal weiter. Und kämpfen halt. Oder kann ich vorbei sneaken? Eingangshalle, kann ich da auch? Teufel? Ja. Des Teufels im Treppenhaus war gut überströmt. Oh, jetzt ist Treppenhaus offen. Geil. Ja, nimm mit. Kommt doch her, ihr Pappnasen. Kommt doch rein, wenn ihr euch traut. Ansonsten komme ich raus. Oh. Wow, wow, wow. Ohohoho. Ruf mich nicht. Da. Abfahrt! Oh.
Oh. Der boxt mich. Komm doch her. Fuck, Alter. Let it go. Oh, noch einer. Let it go. What the hell? Licht aus, ey. Das Licht zieht die an wie die Mücken. So, gehen wir uns da oben mal das Echo angucken. Ich fühlte hier die Präsenz einer neuen Idee. Mhm. Ja, hier. Ah, da. Mr. Scratch. Falls das der Schauspieler des Teufels war. If that is your real name. Als ich an der Rezeption fragte, gab man mir eine Zimmernummer. 666. Er hatte explizit diesen Raum gefordert. Der Teufel hatte Sinn. Humor. Oder eben nicht. Jedenfalls war es lustig. Dem Regisseur zufolge pflegte er keinen Umgang mit den anderen Schauspielern. Er erschien stets in seiner Rolle, nur des Stücks wegen. Hier ist aber dunkel. Wo sind wir? Ah ja. Sechs, fünf, vier. Sechs, fünf, acht. Alle zu. Sechs, sechs, eins oder vier. Das offen. Warte. Ah, der hängt immer noch da. Entweder, weil ich dafür keine Map habe. Oder weil ich irgendwo bin, wo es das Stockwerk gar nicht gibt. Achso, da. Ich dachte, das wäre ein Spalt offen. Was haben wir denn hier? 669. Sechs, sechs, sechs. Ich glaube, mit den Kultisten hat das auch nicht so gehabt, ne? Oh Gott. Warte. Und dann los. Ja. Ich höre schon die Fliegen. Oh, fuck. Seine flüchtige Präsenz im Raum spüren. Ja, und er hat da was auf dem Boden gescratcht. Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocke. Okay, reden wir über das Mordopfer. Die Lady, die am Höhepunkt des Stücks getötet wurde. Er hat Höhepunkt gesagt. Es war eine Ehre, mit ihr zu arbeiten. Eine wahre Grande Dame. Sie blieb lange hinten. Boah, ist ja schon 10 vor 10. Sie darauf, das verschollene Originaldrehbuch gesehen zu haben. Und dass sie mit dem Autoren zusammen gewesen sei. Das war ihre Rolle in dem Stück. Die Muse. Sie wohnt in Raum 108, wo der Mord passierte. Das Set der letzten Szene. Genau. Der Teufel erscheint, eine unaufhaltsame Macht, die durchs Hotel und jede Szene stürmt. Mit verheerender Überlegenheit auf der Suche nach seiner Muse. Wie sich herausstellte, kannte er sie. Er nahm nur am Stück teil,
um zu ihr zu gelangen. Um sie zu ermorden. Oh. Lauf! Alter! Wir machen ja alles kaputt. Oh! Da bin ich wohl falsch gelaufen. Oha. Ich hätte die Tür zumachen können. Aber ist hier nicht? Sind wir da? Nee. Wohin? Boah, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt in irgendeine Tür da rein kann. Moin. Weg. Tadam. Geschafft. Ha. Das Dunkel hatte mich eingeholt. Wurde angesichts meiner Geschichte immer dunkler und dunkler. Ja, dann würde ich sagen, guter Zeitpunkt aufzuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wobei, man muss Spaß an Horror haben. Ansonsten einfach mitfiebern, Gefühle zulassen. Das ist schon cool. Also ich habe einen Streamplan gemacht auf Twitch. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Montag, Donnerstag, Sonntag. Das sollen so die festen Tage werden. Bis dahin wünsche ich eine wunderschöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende. Genießt das Leben. Und dann sehen wir uns am Sonntag. Alles klar, Leute. Bye, bye.